Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gran Turismo 6. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge und heute gucken wir uns mal wieder ein paar Saisonveranstaltungen an. Einmal kurz die Übersicht meine ich natürlich. Sprechen sollte gelernt sein. Das lädt jetzt kurz ein bisschen und ja, ich habe ja jetzt das schon mal einmal gezeigt mit den Saisonveranstaltungen. Das kam ganz gut an und somit möchte ich das jetzt auch weiterführen. Allerdings werde ich mich da auf die Zeitfahr-Events beschränken. Ja, es gibt zwei neue. Zuletzt sind wir ja hier gefahren, Frontantrieb auf Eiger Nordwand und dann auch noch hier den Toyota 86 auf Brands Hatch. Und jetzt gibt es neu dieses hier, das ist Rom rückwärts mit amerikanischen Fahrzeugen, nämlich 500 LP, Sport Hard ist die Bereifung. Es muss ein normales Fahrzeug sein, darf also kein Tuner sein oder kein Rennwagen. Und der Wagen muss zwischen 1960 und 69 hergestellt worden sein und, wie gesagt, aus den USA stammen. Schauen wir uns gleich das Replay mal an. Und danach gucken wir uns das Replay an von Apricot Hill. Das ist die nächste Veranstaltung. Und zwar ist das hier Heckantrieb. 450 LP oder weniger, komfortweich, also sehr normale Straßenreifen, die relativ wenig Grip haben. Auch hier normale Wagen und Antrieb, es muss Heckantrieb sein. Dabei ist egal, wo der Motor ist, vorne, in der Mitte oder auf der Hinterachse. Und ja, das werde ich euch auch zeigen. Wir schauen uns das, wie gesagt, in der Wiederholung mal an, weil man da natürlich manchmal öfters viele Versuche für braucht. Und die muss man ja nicht unbedingt immer sich mit angucken. Deswegen gucken wir jetzt hier amerikanische Nichtrennwagen aus den 60ern Superlap an. Und wir haben schon gesehen, Pontiac XNR habe ich genommen. War eigentlich der einzigste Wagen, der so verfügbar war bei mir in der Garage. Hab dann Daytona Coupé wollte ich erst nehmen von Shelby. Aber das gilt schon als Rennwagen und deswegen konnte ich den dann nicht einsetzen. Somit habe ich den genommen, den gewinnt man auch, glaube ich, bei Goodwood Festival of Speed. Und wir schauen uns das Ganze jetzt einmal hier in der Wiederholungskamera an, da erzähle ich noch ein bisschen was dazu. Und danach schauen wir uns das dann auch nochmal in der Onboard-Variante an und dann auch nochmal aus der Cockpit-Perspektive. Somit haben wir dann, glaube ich, das beste Programm rausgeschöpft aus dieser Superlab. Ja, und ich muss sagen, der Wagen, den muss man natürlich erstmal ein bisschen einstellen. In der Regel kann man noch ein bisschen was rausholen. Ich habe ein bisschen Gewichtsreduktion gemacht. Ungefähr auf 1300 Kilo habe ich den Wagen gebracht. Differential auch relativ gut, wenn man das einstellt. Eben, weil der Wagen dann auch relativ nervös wird. Ein bisschen Leistung kann man nämlich auch noch reinpumpen. 550 LP waren es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Da habe ich dann, glaube ich, auch den Kompressor eingebaut. Ja, die Runde ist natürlich, die Strecke ist eine Stadtstrecke, die eigentlich relativ unkompliziert ist. Ein bisschen schwierig ist es mit den wechselnden Belegen von Pflasterstein auf glatten Asphalt hier zum Beispiel. Und natürlich ist das die Schwierigkeit an dieser Aufgabe eher das Fahrzeug als die Strecke, weil diese alten Muscle Cars, nicht nur dieser hier, wir sehen auch, dass ich hier sehr quer gekommen bin. Nicht nur dieser hier, sondern eigentlich fast alle ein bisschen nervös sind auf der Hinterachse. Und von daher ist es also eigentlich schwierig, das Fahrzeug immer gerade zu halten, um wirklich das Beste aus der Runde rauszuholen. Und ja, das war jetzt hier einmal die Runde in der Überwachungskamera, ne? Wiederholungskamera. Und jetzt gehen wir mal auf Neustart und schauen uns das Ganze mal erstmal onboard an aus der Dachperspektive. Und hier gucken wir uns natürlich auch die Zeiten und die Telemetriedaten an. Also natürlich ist es immer schon mal wichtig, wie bei jedem Zeitrennen, dass ihr mit einem guten Grundspeed und einem guten Schwung auf die Gerade kommt. Dann hier relativ früh bremsen, 150 Metern habe ich schon gebremst. Die bremsen bei dem Wagen hier nicht so gut. Hier könnt ihr auch mit zwei Rädern hinter den Curb dann nicht zu früh einlenken, dass ihr den Winkel gut erwischt. Und hier ist es auch immer kritisch beim Rausbeschleunigen. Habt ihr da oft Wheelspin, hier nicht zu viel Lenkbewegung und hier wiederum schon früh einlenken, damit ihr nicht so einen
engen Radius habt und hier so bei 75 Metern bremsen, damit man hier schön früh reinziehen kann, sonst landet man oft in der Leitplanke und dann hier voll hoch beschleunigen. Wie gesagt, ich habe die Bremspunkte hier immer relativ weit vorne setzen müssen, weil die Bremsen dieses Wagens nicht so gut waren. Ja, hier auch 125 Meter habe ich immer gebremst. Und dann hier natürlich Vorsicht beim Umsetzen auf den glatten Asphalt. Dort kurz vom Gas gehen beim Einlenken und dann wieder drauf. Und hier schon früh einlenken, hier bin ich sogar ein bisschen quer gekommen. Es wäre natürlich auch noch viel mehr drin gewesen in der Runde. Also die hier von mir war nicht besonders gut. Und hier auch wieder ganz früh einlenken, damit man hier schön den Schwung vom Kurveninneren mit rausnehmen kann. Wenn ihr da zu weit außen seid, kriegt ihr auch oft ein sehr nervöses Heck. Und dann alles mit auf die Start- und Ziellinie nehmen. Und so habt ihr es dann geschafft. Hier ganz knapp 1,20,9 bin ich hier gefahren. Und jetzt gucken wir uns das nochmal aus einer anderen Perspektive an. Das ist ja auch mal ganz schön hier. Nur dieses alte Cockpit hier. Tolle Sache. Ein sehr komisches Fahrzeug. Übrigens heute die oben ohne Wochen sozusagen. Oder die oben ohne Folge. Das nächste Fahrzeug wird nämlich auch eins sein, was eher im Cabrio-Segment angesiedelt ist. Ihr habt es vielleicht schon in der Übersicht gerade gesehen. Suzuki GSX R irgendwas. R14 oder so. Sehen wir gleich. Fahren wir doch mal eine Runde durch Rom hier mit diesem Auto. Das sieht doch schon cool aus, muss man sagen. Schön die ganzen Armaturen. Wir sind den Wagen auch schon im Let's Play einmal gefahren. Irgendeine Muscle Cup Veranstaltung gab es schon mal. Und da sind wir den, glaube ich, auf Willow Springs gefahren. Und auch dort haben wir schon dieses lustige Fahrzeug bewundern dürfen. Auch diese Rückansicht hier. Ja, ich finde es echt cool, dass im GT doch auch solche klassischen, exotischen Fahrzeuge dabei sind. Das macht immer mal wieder Spaß, die auszuprobieren. Man kommt irgendwie selten dazu. Deswegen finde ich es auch gut, dass es diese Veranstaltung hier gibt. Weil sonst, sagen wir mal ehrlich, fährt man die ja selten. Sie haben keine Vorteile bei Rennen im Online-Segment, weil man dort einfach nicht schnell genug ist. Es macht einfach Spaß, die zu fahren. Und deswegen oft ein Rennen nicht so gut einsetzbar, aber wirklich schön, wenn man sie dann fahren kann. Ja, das war es dann auch soweit mit dieser Runde hier. Und dann schauen wir uns direkt mal die nächste an. Müssen wir jetzt ganz kurz nochmal zurückschalten, aber ich glaube, das sollte jeder von euch verkraften können. Ja, was jetzt auf uns zukommt, ist ja 450 LP Heckantrieb und hier auf Apricot Hill. Nicht-Rennwagen mit Heckantrieb, Superrunde und hier das Fahrzeug Suzuki GSXR-4 von 2001. Auch ein sehr, sehr spaßiges Auto. Eigentlich ist es ein offener Roadster, hat nicht mal eine Windschutzscheibe, also ein richtiges Spaßgefährt sozusagen. Ist ein Konzeptwagen, wurde glaube ich nie in Serie so produziert. Und der japanische Hersteller Suzuki hat da eigentlich quasi so eine Mischung zwischen Auto und Motorrad geschaffen. Das ist ja eigentlich auch die Stärke. Suzuki stellt ja Motorräder und Fahrzeuge her, ganz normale. Und da hat man so ein Mittelding zwischen Motorrad und Sportwagen und das finde ich ganz interessant. Ich habe im GT5 sogar mal ein Event damit veranstalten wollen. Wäre bestimmt cool gekommen, aber ich glaube, das wollte damals niemand fahren. Und deswegen habe ich das wieder zurückgestellt. Vielleicht ja jetzt nochmal irgendwann die Möglichkeit, sowas mal hochzuziehen. Was haltet ihr denn von dem Wagen? Habt ihr den überhaupt schon mal gefahren? Ich glaube, es ist auch schon eher ein ziemlicher Exot unter den Fahrzeugen. Naja, auf jeden Fall ist der auch mit ungefähr 590 LP viel zu schnell. 490 LP. Und ihr müsst da also 40 LP runterkriegen. Ich habe dem rund 150 Kilo drauf gemacht. Der Wagen wiegt trotzdem jetzt in diesen Einstellungen nur 740 Kilogramm. Also der ist sehr, sehr leicht. Und genau das ist auch der Vorteil. Ich habe die Runde hier, die Goldrunde, mit über 4 Sekunden Vorsprung vor der Goldzeit geholt. Und das war die erste Runde, die ich gefahren bin. Also mit dem Wagen könnt ihr sofort gewinnen. Müsst auch noch ein bisschen Leistung rausnehmen. Vielleicht noch Differential reinbauen, ein bisschen die Anfangsdrehmoment runterregeln.
Und ein Getriebe ist auch nicht verkehrt. Also ein kurzes Getriebe. Dann habe ich noch ein weiches Rennaufhängung reingebaut und Rennbremsen. Ja, und wie gesagt, Komfort weich. Merkt man nicht, fühlt sich an wie Rennreifen mit diesem Wagen. Und ehrlich gesagt, macht es einen Heidenspaß, den so zu fahren. Ah, ich persönlich bin den dann... ja, danach wollte ich den ehrlich gesagt gar nicht mehr wieder wegpacken, den Wagen. Macht richtig Spaß, hat richtig viel Abtrieb, der Wagen geht super um die Kurven, rutscht nicht, trotz Komfort weich und wirklich ein richtiges Spaßgefährt. Und jetzt sehen wir auch hier, sind wir über die Ziellinie und jetzt schauen wir uns das Ganze auch nochmal wieder vor, aus einer anderen Perspektive an. Nämlich erstmal aus der Dachperspektive, da sieht man dann, glaube ich, alles mit am besten. Natürlich mit den ganzen Telemetriedaten, die wir so zur Verfügung haben. Topspeed ist auch ziemlich in Ordnung, weil er natürlich auch so weich ist, der Wagen. Der leicht ist, ist er eben auch in der Beschleunigung ganz gut. Er braucht gar nicht so viel Leistung, weil auch gar nicht so viel Masse bewegt werden muss. Hier natürlich wichtig, den Kurvenscheitelpunkt zu treffen. Hier auch ruhig früh einlenken. Innen bleiben, umsetzen, den Berg hinauf und hier, wo der Curb dann zu Ende ist, kann man schon langsam wieder rüberziehen. Hier war ich jetzt ein bisschen zu spät, da hätte ich auch ruhig etwas früher reinziehen können. Und dann natürlich diese super lange Kurve. Ihr seht, ich habe hier null Grip-Probleme, die Hinterachse kommt überhaupt nicht. Und hier bin ich auch viel zu weit gefahren, das hätte noch viel schneller sein können, aber es reicht trotzdem massig aus. Ja, und dann hier runter natürlich zur Spitzkehre. 75 Meter habe ich hier den Bremspunkt gewählt. Der war sehr gut. Ihr seht, ich komme hier sehr schön zum Scheitelpunkt, kann hier wieder rausbeschleunigen bis zum Curb. Und dann dieser Rechtsknick geht natürlich Vollgas mit dem Wagen. Hier schön früh ruhig bei 50 Metern dann leicht anbremsen und hier reinziehen. Den Scheitelpunkt natürlich wieder treffen. Hier kommt er ein bisschen quer, aber das ist alles super handelbar. Schikane schön weit ausfahren. Und jetzt die letzte Kurve hier. Geht dann sogar Vollgas, wenn man so ein bisschen Temperatur auf den Komfortreifen hat. Und somit war das hier absolut kein Problem, das zu rocken. Und wir schauen es uns auch nochmal in der Cockpit-Perspektive an. Es ist ein Standardfahrzeug. Das heißt eigentlich auch, dass es keine Cockpit-Perspektive gibt. Aber wir gucken mal, was da so uns angeboten wird. Es wurde hier nämlich eine reingebastelt, weil das Auto ein offenes Auto ist, konnte man hier quasi einfach nicht dieses normale schwarze Standards-Cockpit reinsetzen. Deswegen mussten die Entwickler hier was machen. Und ihr seht, es sieht nicht besonders toll aus, aber es funktioniert. Und man hat ein Cockpit und sowas hätten sie ruhig auch in die Standardautos reinbauen können. Gut, das Armaturenbrett da hinten, das sieht wirklich miserabel aus. Das sind ja PS1-Texturen vielleicht, wenn es hochkommt. Und das ist natürlich nicht sehr geil. Also, aber was soll's. Man hat hier ein kleines Cockpit drin, das ist auch nicht verkehrt. Und es macht auch, wie gesagt, in der Cockpit-Perspektive bestimmt ziemlichen Spaß, damit zu fahren. Vielleicht auch ein guter Duellpartner für den KTM Crossbow. Und ja. Somit haben wir also auch diese beiden Saisonveranstaltungen hier mal wieder schön in eine Folge verpackt. Ja, nach wie vor ist mir euer Feedback natürlich wichtig. Hat euch das auch wieder so gefallen oder meint ihr vielleicht doch eher weniger diese Saisonveranstaltungen? Ich werde sie auf jeden Fall erstmal mit einnehmen, weil letztes Mal war es doch relativ positiv, die Rückmeldung. Ansonsten, wenn ihr noch Ideen habt, wie man es verbessern könnte, nur zu. Ich gucke es mir gerne, höre es mir, lese es mir gerne durch, lese mir sowieso jedes Kommentar durch. Sorry, wenn ich nicht immer bei jedem antworte, aber manchmal ist es auch ein bisschen viel, dann jedes Kommentar zu beantworten. Es sind ja mittlerweile schon ein bisschen mehr Kommentare, die kommen. Ja, und somit haben wir es auch geschafft hier mit dieser Folge. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch vielleicht auch ein bisschen geholfen. Vielen Dank und bis dann.